2K. Firaxis Games. XCOM 2. War of the Chosen. Powered by Unreal Technology. Und damit ein herzliches Hallo hier in einem zweiten kleinen Projekt für euch, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung bekommt. Wie unschwer zu erkennen, habe ich dafür den hübschen Titel XCOM 2 gewählt mit dem letzten DLC War of the Chosen. Den habe ich mir auch erst vor kurzem selber zugelegt. Ich habe zwar schon so einige, man muss leider sagen, 100 Stunden in XCOM und XCOM 2 verbracht. Allerdings zuletzt mit der wunderschönen Mod Long War 2 in XCOM 2. Die hat sehr viel Spaß gemacht, kommen wir vielleicht auch nochmal zu, wer weiß. Jetzt allerdings möchte ich gerne mit euch zusammen das War of the Chosen DLC erkunden. Ein DLC, das wohl mehr Änderungen am Spiel beherbergt wie die letzten beiden DLCs, die sich dann auch hier mit zusammen quasi einblenden lassen. Und ohne langes Gelabere würde ich einfach sagen, wir fangen mal ein neues Spiel an und schauen, was da so geht. Als Schwierigkeit werde ich mal die Standardschwierigkeit Veteran für Leute, die schon mit XCOM vertraut sind, wählen. Nicht auf Rekrut runtergehen, weil das wäre definitiv zu einfach. Aber ich will jetzt auch beim ersten Durchspielen mit euch gerne tatsächlich bis zum Ende kommen und dementsprechend mal Commander und Legende beiseite legen. Denn das macht die ganze Sache doch ein bisschen, sag mal, erfolgsversprechender. Wir werden natürlich das Tutorial spielen, damit ihr das mal zu sehen bekommt. Ist auch eine schöne Geschichte mit dabei. Und ansonsten an den Optionen nicht viel verändern. Ich habe den Untertitel mal für euch angelassen, damit ihr immer mitlesen könnt, falls ihr mal irgendwas nicht verstehen solltet. Und jo, ansonsten Einsteigertexte werden kommen, damit ihr mal seht, wie das so aufgebaut ist. Und einfach sagen, wir fangen mal an. Hier jetzt nochmal ganz kurz die Übersicht, welche DLCs an sind. War of the Chosen natürlich, der letzte DLC. Und die Vorgänger-DLCs, Alienjäger und Shens letztes Geschenk, die werden durch diesen Punkt hier in XCOM 2 War of the Chosen so integriert, dass quasi diese Elemente möglichst gut auf das War of the Chosen angepasst wird, weil War of the Chosen verändert doch das ein oder andere, das es bei den beiden Vorgänger-DLCs noch nicht gab. Das werde ich jetzt so einfach gelassen und wir fangen an. Greife auf den Vieh zu. Wir sind drin. Aber ich weiß nicht, wie lange. Sehen Sie das? Zu viel Sicherheit. Selbst für Advent. Das ist keine normale Genklinik. Sie haben die Wahrheit gesagt. Oder Sie locken uns in eine Falle. Eine offensichtliche Falle. Wir bräuchten eine Armee, um einzumarschieren. Ich weiß was Besseres. Outrider, ihr Central. Los! Alles Nötige tun, aber ich brauche mehr Zeit. Haben Sie etwas gesagt? Sie sind einer von diesen? Glauben Sie mir, ich hatte keine Wahl. Outrider, melden! Ja.
also wirklich? Outrider an Avenger. Habe visuelle Bestätigung. Sind Sie sicher? Wir Schnitte irren uns nie. Ich nehme Sie beim Wort. Verwischen Sie Ihre Spuren und verschwinden Sie. Sie dürfen uns nicht entdecken. Noch nicht. Verstanden. Jetzt beginnt der wahre Krieg. Und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Sie dazu, alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Frist zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind Sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crasher. Noch 60 Sekunden. Zuerst müssen Sie abtauchen. Gehen Sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden. Rücke vor. Und mit dieser einen kleinen Erklärung, wie es weitergeht. Die Tutorial-Mission wird immer wieder mit solchen kleinen Audio-Einblendungen aufwarten und uns sagen, wie wir das Ganze zu steuern haben, sind wir auch schon mittendrin in der Action. Wir haben eben einen der Hauptprotagonisten des Spiels gesehen, der gute Mann, der sich da in die Kontrolle reingewagt hat, ist Central Officer Bradford, den man schon aus dem ersten Teil kennt. Und der hier quasi das Ganze geschafft hat, am Leben zu halten. Wieso am Leben zu halten? XCOM 2 spielt in einer, ich sag mal, Geschichte, in der man im ersten Teil es nicht geschafft hat, die Aliens zurückzudrängen. Die XCOM-Organisation wurde
ist aufgeflogen, wurde von den Aliens gesprengt. Der Commander, den man selber ja spielt, dort gefangen genommen. Das ist die Person in dem netten Anzug, die wir eben haben sehen können. Und den möchten wir jetzt befreien. Gucken wir mal, wie das Spiel gespielt wird. Ganz normal. Relativ einfache Befehle. Rechte Maustaste, dort wo man hinzeigt. Aus hier rum, Entschuldigung. Kann man einfach laufen. Machen wir das. So, dann erklärt er uns die Einheitenfahne. Einheitenfahne zeigt uns alle wichtigen Infos zur Einheit. Die Gesundheit in diesen kleinen Kästchen. Und die Aktionspunkte in der Runde über diese kleinen Pfeile. Oder Blips, wie man es auch ganz gerne sagt. Das Fenster sagt uns schon, der gute Osei, der Charakter, der hier ausgewählt ist, hat jetzt noch eine Aktion über. Werden wir dann jetzt auch gleich mal Position, aber hier bin ich ungeschützt. Nutzen. Besser als nichts, aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position. Denn sieht nach voller Deckung aus da vorn. Rücke vor. Die Deckung, in der er steht, ist nur halb. Was heißt das? Wir haben hier überall, wo wir hinlaufen, immer am Rande des Cursors, wenn Deckungen da sind. Man sieht es auch quasi, wenn man mit dem Cursor in die Nähe von Deckungsmöglichkeiten kommt. Es gibt diese halben Schilde, das ist minimale Deckung. Und es gibt diese vollen Schilde, das ist volle Deckung. Deckung ist wichtig, um nicht getroffen zu werden. Wenn man getroffen wird, nimmt man natürlich Schaden und das ist nicht so toll. Deswegen nehmen wir hier mal, wie das Spiel es vorschlägt, die volle Deckung ein. Crusher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crusher 1. Und Crusher 2, die gute Frau Ramirez hier, sprintet jetzt hinterher. Was bedeutet das wiederum? Man hat zwei Aktionen, ja, haben wir eben schon kennengelernt. Und mit diesen zwei Aktionen kann man entweder laufen, noch weiterlaufen oder natürlich auch noch feuern. Läuft man in diesem türkisen Bereich, verbraucht man nur einen Punkt, einen Aktionspunkt. Geht man darüber hinaus in den gelben Bereich, dann verbraucht man gleichzeitig beide Punkte und damit ist der Zug für diese Runde für den Charakter getan. Das soll man machen, tun wir auch. Hier gibt es schöne volle Deckung, also drauf los. Habe verstanden. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Ganz so leicht sehen sie doch nicht aus. Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Und da kommt die nächste Mechanik. Für gewöhnlich immer am Anfang einer Mission sind alle Charaktere in Verborgenheit. Nicht vom Gegner bekannt, dass sie da sind. Und sie können versuchen, sich durch die Gegend zu schleichen. Und ist wichtig, gerade halt, um Gegner erstmal zu entdecken und Hinterhalte zu stellen. Und sobald man gesehen wurde, ist der Verborgen-Modus aus. Gibt ein paar kleine Ausnahmen, es sind Charakterklassen. Da kommen wir aber später noch dazu. Jetzt bewegen wir uns erstmal, wie die Mission es will. Nach hier vorne in Deckung. Bleibe unten. Gehen Sie nicht zu dicht dran. Sonst werden Sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. Und finden dabei die Gegner. Jetzt können wir auch sehen, wann wir die Verborgenheit quasi auflösen würden, wann die uns sehen können. Das sind hier diese roten Felder. Da sollte man, wenn man verborgen ist, nicht unbedingt durchlaufen, denn dann ist das Ganze für die Katz und ein Hinterhalt für eben selbige. Wir nehmen die Position ein, die uns das Spiel vorgibt, wie schon die ganze Zeit. Sie mögen in der Überzahl sein, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Ich sollte dem alten Mann danken. Sie und ich. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. Und da war die Überraschung. Das war die Explosion, die wir vorhin im Video gesehen haben. Denke ich mal, oder zumindest eine Folgeexplosion da dazu. Da kam dann der gute Mann in Rot raus, das ist ein Offizier. Das hier sind ganz normale Soldaten.
Und jetzt sollen wir die einfach angreifen. Ging natürlich auch noch ein bisschen intelligenter, aber das Spiel macht eins nach dem anderen. Deswegen machen wir jetzt auch einmal, was wir sollen. Feuern mit 68% auf diesen Soldaten. Und treffen. Das dürfte vom Spiel gescriptet sein, dass der fällt, weil 68%, da hat man schon eine gute Chance daneben zu ballern. So, jetzt kommt das. Gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn ein Soldat einen Feind angreift, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür auch eingetreten wird. Das glaube ich nur, wenn man zu nah dran ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ein Soldat flankiert wird oder ein Erkennungsfeld, bitte. Erkennungsfeld sind die roten, die habe ich euch eben schon gezeigt. Eine Flankierung. Sie können sie jetzt sehen. Wie wäre es, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Eine Flankierung bedeutet, man ist nicht in Deckung aus dem Winkel, die, in der das, der Gegner steht. Das heißt, von hier vorne aus ist man in Deckung. Ist aber ein Gegner jetzt zum Beispiel hier, könnte er uns hier flankieren, weil hier ist keine Deckung da. Und dann hat er eine bessere Trefferchance. Machen wir das, was natürlich hier gesagt wird. Mal wieder. Ich schätze Ihren Mut, aber Sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht. Ja, das würde ich auch sagen. Feuern hier. Auf den Herrn hier. Und auch hier ein Treffer. Sie notieren die Abschüsse, richtig? Zum Glück ein Fehlschuss vom Gegner. So leicht kriegt ihr mich nicht. Aber jetzt macht der Zweite das, was ich eben meinte. Er flankiert Ramirez und tötet sie. Nein, meine Zwei ist am Boden. Sie ist tot. Verdammt, solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten. Ja. Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Immer aufpassen, wo man sich hinbegibt. Man kann natürlich Risiken eingehen. Können aber genau wie in diesem Fall hier zu dem Ableben eines unserer Charaktere führen. Schnappen wir uns mal hier die Deckung. Vorsicht! Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Und damit flankieren wir diesen hier. Das kennt man daran, dass hier die Zielsymbole, sieht man hier übrigens, was der Charakter gerade alles so in Reichweite zum Zielen hat. Dass das Zielsymbol hier gelb ist. Wählen wir mal aus. Feuern die Waffe. War eine gute über 80% Trefferchance und dementsprechend einen Kill. Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Edwins Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los. Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Also so würde ich mich nicht belohnen lassen. Decken wir jetzt, wie Central es verlangt, nachdem er seinen großen Einsatz hatte, hier die Flanke. Das machen wir ganz einfach. Dieses rote Signal zeigt an, wo der Verstärkungstransporter eintreffen wird. Und hier haben wir Deckung, vor allem die dort auftauchen werden. Halten Sie die Augen offen und schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Und wenn sie auftauchen, schießen wir. Das machen wir, indem wir den Feuerschutz auslösen. Wir brauchen damit die letzte Aktion und derjenige, für den wir das auslösen, wird aufmerksam und nimmt den ersten, der in seinen Schusskegel mit einer halbwegs passablen Trefferchance kommt, unter Feuer nehmen. Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Machen wir das mal. Mit Central werden wir jetzt, da das Spiel es von uns verlangt,
an diesen kleinen gelben Punkt hier vorbei gehen müssen und uns hier einfinden. Das machen wir. An meines Wissens. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wird auch das uns jetzt nochmal erklärt? Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Das tut es, wenn dieser Timer hier unten drunter abgelaufen ist. Diese Zahl sagt an, wie viele Runden das noch hält. Ausrüstung ist wichtig. Man bekommt dadurch wichtige Infos oder, ich sag mal, Gegenstände, mit denen man Waffen aufwerten kann. Gucken wir mal, was wir da finden. Ein Zielfernrohr. Praktisches Upgrade für die Waffe. Nicht anders zu vermuten ist, hilft das bei der Trefferchance? Und jo, dann sollen wir einfach weitergehen. Und dann kommt die Verstärkung. Ein Offizier, zwei Soldaten. Da steht unser Mann jetzt auf ziemlich verlorenem Posten. 3-1. Aber er wird den ersten Schuss kriegen. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Jetzt. Da ist der Feuerschutz durch die Bewegung ausgelöst und er trifft. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf. Und jetzt der große Held in ihm zum Tragen. Wie Central es geordert hat, zurückziehen. War natürlich nicht wehrlos. Beide Gegner haben hier eine relativ nahe Chance, aber wir kriegen ja immer unseren vorgegeben jetzt hier in der Tutorial-Mission. Oh, kleiner Grafikglitch hier. Kümmere mich um die Tür. Okay, machen wir das. Die gute Kelly läuft zur Tür. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass ihr jemand so nahe kommt. Und damit hacken wir mit Kelly. Hacken ist der Punkt, mit dem man quasi verschlossene Türen und Informationsspeicher aufkriegen kann. Wer hätte es erraten? Wir hacken. Und jetzt kommt das Tablet der Zukunft. So sieht ein Hacker aus. Die gute Jane hat einen Technologiewert von 5. Klar, sie ist Rekrut, sie ist keine besondere Klasse, deswegen da nicht besonders gut ausgebildet. Die Tür hat einen Technologiewert von 60. Das heißt, 5:60 ist nicht besonders gut. Allerdings, danke Spiel, wir dürfen die Tür auf jeden Fall öffnen. Und es gibt bei Fehlschlag keine besonderen Effekte. Wir wählen einfach mal das, wo die größere Chance bei besteht. Soldat erhält sofortige Verborgenheit. Es gibt nämlich noch fürs Hacken eine Belohnung, wenn man das denn schafft. Und bei Fehlschlag gibt es normalerweise dann halt Effekte in, ich sag mal, den meisten Fällen nicht immer, wie hier zum Beispiel. Dann gibt es noch halt diese zweite Option, das ist immer so eine schwierigere Option, dementsprechend auch die Belohnung meistens etwas größer. Und hier würde mein Soldat völlige Immunität vor den nächsten zwei Angriffen halten, also quasi so eine Art, ich dodge jetzt mal alles, lass alle Kugeln an mir vorbeiflitzen. Da schon 6% nicht sonderlich hoch sind, nehmen wir die. Und boah, knapp. Einer hätte es sogar geschafft. Aber wir nehmen den Erfolg vom Türöffnen für gegeben. Tür geht auf. Wir sind drin. Gut, gehen wir. Und Central geht zu seinem alten Commander. Rücken vor zum Paket. Waren unsere Informationen richtig? Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Nächstes Mal.
nichts wie raus hier. Das war die schnelle Methode, um es aufzukriegen. In diesem Anzug stecken jetzt quasi wir, der Commander. Wir wurden gefangen genommen und ausgenutzt. Inwiefern werden wir noch über die Story lernen? Das möchte ich euch nicht allzu stark spoilern. Jetzt erstmal, da wir außer Gefecht sind, wird Central uns hochnehmen. Eine Einheit tragen ist möglich in diesem Spiel. Zum Beispiel auch bewusstlose Freunde mitnehmen vom Feld oder sag mal Geiseln, was später nochmal durchaus passieren wird. Wir drücken einfach drauf. Das gesamte Advent-Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden, sind in Bewegung. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden. Sie müssen da raus! Und damit hat es auch den letzten Mann des Vorausteams erwischt. Wir brauchen einen anderen Ausgang! Sofort! So, gucken wir mal. Anderer Ausgang. Gehen wir mal in die Richtung, die angezeigt wird. Der guten Kelly. Und jetzt wird uns hier angezeigt, wir sollen uns einen Ausgang schaffen. Kelly hat dafür was ganz Praktisches. Eine Granate. Die wird ausgelöst über die natürliche Schnelltaste oder halt über das Symbol hier unten. Wählen wir den Sprengkreis und da sehen wir dann auch schon, die Wand leuchtet rot. Das heißt, die können wir sprengen. Machen wir. Zack, Ausgang geschaffen. Werfe Granate. Das sollte reichen. Okay, die Aussage kam jetzt etwas zu spät, Kelly. So, gehen wir zum gewünschten Punkt. Fast geschafft, Konzentration. Oh, da kommt der Gegner. Sie sind direkt hinter uns. Kelly hat Glück. Kelly überlebt. Viel zu knapp. Und dann nimmt Central Schaden 5 Punkte. Zum Glück hat er 6 Hitpoints. Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Und jetzt kriegen wir beigebracht, wie wir unsere Evakuierungsmöglichkeit rufen können. Den Skyranger mit dem Callsign Firebrand. Firebrand wird uns so das eine oder andere Mal den Hintern retten, indem sie uns mitnehmen. Machen wir einfach, indem man P drückt. Natürlich auch noch eine andere Methode. Man kann hier oben das kleine Symbol drücken. Dann wirft man quasi das Evakuierungssignal. Kriegt man immer so einen kleinen Bereich, in dem Leute dann hochgeholt werden können. Im Normalfall, also meistens, braucht Firebrand ein, zwei Runden, bis sie da sind. Allerdings das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Nicht diesmal. Und dementsprechend sehen wir zu, dass Central seinen Arsch hier rausschafft. Wir kommen zurück. Man kann normal auch sagen, dass man noch was anderes machen möchte, wie hier zum Beispiel kann ich noch die Einheit absetzen. Was immer kontraproduktiv wäre. Man könnte auch noch schießen, aber er trägt eine Einheit, da kann er das nicht. Und man kann sich evakuieren lassen. Dann kommt man genau in der Runde, in der man das drückt, natürlich raus.
es hier mit Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass Sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit Ihnen gemacht haben. Der Chip war tief in Ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach Ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben, ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern, aber... Es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne Sie. Wenn Sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf Ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben, Commander. Jahre sind eine lange Zeit. Lange Zeit. Commander zum Forschungslabor. Wir werden jetzt natürlich gleich schon mal ausgerufen zur Forschung. Ich würde sagen, 20 Jahre wird es nicht dauern, bis wir uns wiedersehen, aber jetzt ist erstmal Schluss. Es wird demnächst wieder eine Folge XCOM 2 geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen, wo ihr auch immer gerade seid, noch einen schönen restlichen Tag, wie lange er auch immer noch sein wird. Und schaut bald wieder rein. Ciao.